Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Lach. Immer wieder begegne ich Menschen, die fragen, werden denn alle Menschen gerettet? Ist Jesus zu allen gesandt? Das war schon ganz am Anfang der Kirche eine Diskussion. Und in der Apostelgeschichte heißt es einmal, Gott hat also auch den Heiden die Umkehr zum Leben geschenkt. Gott beruft jeden Menschen, zum Leben hin umzukehren, sich zu ihm zu bekehren. Und Gott gibt jedem die Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Seien wir seine Helfershelfer. Seien wir für die Menschen da. Leben wir so, dass die Menschen Interesse daran kriegen, Geschmack daran bekommen, Gott kennenlernen zu wollen. Das ist unsere ureigenste Berufung als Christinnen und Christen. Auch wir haben die Möglichkeit, Menschen Gott näher zu bringen. Durch uns kann er sprechen, durch uns kann man Gott kennenlernen. Nehmen wir diese Berufung ernst, auch heute, jeden Tag aufs Neue. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Guter Gott, niemand ist aus deiner Liebe ausgeschlossen, sie ist nicht exklusiv. Führe uns durch diese Nacht und hilf uns morgen, Menschen durch unser Beispiel deine Liebe zu zeigen, sie zu dir zu führen und ihnen die Augen zu öffnen für dein gutes, lebensspendendes Wort. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.